Okay, machen wir das ein bisschen größer. Also hier ist dieser Bogen. Es gibt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, Bilder einzufügen. Ich muss jetzt einfach nur hier oben auf Bilder gehen. Dann nehme ich so ein Bild, ziehe es hier runter und dann sehe ich schon, am Cursor hängt dieses Bild, so wie vorhin mit dem Text. Und dann kann ich hierher gehen und einen Rahmen aufziehen und das Bild hier ist entsprechend drinnen. Was noch wichtig ist, es kann nämlich sein, dass wir Grafikrahmen aufziehen. Das wäre nächste Möglichkeit. Ich ziehe jetzt hier mal so einen Rahmen auf. Das erkennt man daran, diesen Inhaltsrahmen, Rechtecksrahmen, gut, dass so ein Kreuz drin ist. Und hier in diese Kreuze, da kann man entsprechend die Bilder reinziehen. Wenn ich jetzt also hier ein Bild nehme, reinziehe, dann wird es hier entsprechend verzerrt. Also je nachdem, wie der Rahmen ist, es wird am Rahmen ausgerichtet. Dazu muss allerdings hier bei Objekt anpassen, Rahmeneinpassungsoptionen muss hier ein Häkchen gesetzt sein bei automatisch einpassen und zwar Inhalt am Rahmen anpassen, okay bestätigen und dann läuft es so ab, weil wenn ich das nicht habe, dann kann es sein, dass das Bild entsprechend verzerrt, also praktisch in der Originalgröße in den Hintergrund gesetzt wird und dann sehe ich nur einen kleinen Ausschnitt. So, ich kann jetzt, wenn ich dieses Bild hier eingefügt habe, kann ich mit diesem Auswahlwerkzeug das Bild entsprechend verschieben. Ich kann aber auch hier mit dieser Hand innerhalb dieses Rahmens das Bild nochmal verschieben. Also wenn ich sage, ich möchte nur diesen Bereich, wenn ich den jetzt loslasse, dann habe ich nur diesen Bildausschnitt. Am besten macht man es allerdings so, dass man zuerst überlegt, wie groß brauche ich denn dieses Bild und fügt es dann ein, als hier jetzt noch entsprechend zuzuschneiden, weil ich muss jetzt dann nochmal diesen Rahmen hier entsprechend verkleinern und anpassen. Und das sieht man hier schon, das funktioniert nicht so einfach. So, ich kann hier aber auch hergehen und sagen, ich mache hier mehrere Felder im Vorfeld. Mal eins, noch eins. Noch eins. Ja, man sieht auch, die Objekte lassen sich auch untereinander ausrichten. Da war jetzt eine grüne Linie, dann sind also alle drei Felder auf der gleichen Höhe. So, jetzt markiere ich auch drei Felder, ziehe die hier rein und dann kann ich sagen, klick, klick, klick. Das Ganze funktioniert aber auch so, indem ich sage, hier ist ein Bild, hier ist ein Bild. Und hier ist ein Bild. So, das ist also hauptsächlich das, was wir brauchen zum Layouten. Die Inhalte haben ja die Kollegen schon geliefert. So, eine Funktion noch. Diese Elemente, die müssen hier etwas überstehen. Also auch wenn man jetzt ein Bild hat, das hier übersteht, dann sollte man schauen, dass dieses Bild bis zu diesem roten Rahmen geht, weil später wird dieser Jahresbericht natürlich gedruckt, gebunden und dann nochmal ausgeschnitten. Und es kann sein, dass wenn hier dieses Feld nicht bis rausgezogen wird, dass dann hier sogenannte Blitzränder entstehen. Das heißt, wenn dieses Bild nur bis zu dieser Seite geht und die Schere schneidet den Papierbogen in der Mitte hier ab, dann habe ich hier natürlich einen weißen Rand hier. Das schaut unschön aus, deshalb das Bild entsprechend rausschieben. Ganz so weit braucht man es nicht rausschieben. Also diese 3 mm Schnittrand, den man hier zugibt, das passt dann. Also weiter weicht dieses Messer nicht ab. So, letzte Kontrolle, grüner Punkt. Das heißt, unser Jahresbericht ist entsprechend druckfertig. Mit der Taste W kann ich jetzt hier die Vorschau mal genießen. Ich habe hier entsprechend das dann so dargestellt, wie das dann später im PDF aussieht.